Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe gar nicht Play gemacht. Das war ärgerlich. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ich musste das ganze Okapi-Gehege, nicht das ganze, also so ein bisschen, ich musste es einrichten nochmal. Der hatte nur Autospeicher und ich hatte gespeichert und mein Speicherstand konnte sich nicht laden lassen. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen anders aus als das, was ihr vorher gesehen habt. Ich habe auch außenrum noch ein bisschen schick gemacht, aber generell ist es das gute Okapi-Gehege geworden, was ich vorher auch gebaut hatte. Die Gebäude und so sind ja vorher auch schon gewesen. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Ein Rentier ist gestorben an Altersschwäche. Das ist eigentlich so schon. Ja, das war eigentlich so schon quasi geplant, dass er daran stirbt. An Altersschwäche. Dann haben wir da drin kein Männchen aktuell. Ach Mensch, unser letzter Giraffe erwartet auch schon Nachwuchs. Warte mal, wo waren denn die Rentiere? Die waren hier hinten irgendwo, ne? Hier. Weil dann haben wir gerade kein Männchen da drin. So wie ich das sehen kann. So wie ich mich erinnern kann. Was ist Klaas denn? Ist er auch ein goldenes? Ne, das ist ein Bronze-Rentier. Weil dann habe ich nämlich noch ein Männchen hier drin. Das hatte ich gerade rausgenommen eigentlich. Oder? Wo ist denn der? Ar oder Ori müsste das ja denn sein. Aber wo ist der? Ori, hier ist er doch. Das ist ja krass, dass er hier unten gelistet wird. Egal. Rein damit. Dann wird er hier wieder reingeliefert. Da wurde nämlich erwachsen, da haben die sich geprügelt, die beiden. Dann habe ich gedacht, dann mache ich den weg. Aber dass dann hier, dass das alte Männchen dann so schnell verstirbt, das wusste ich nicht. Das ist halt ärgerlich. Gut, wir gönnen uns hier auch nochmal ein bisschen mehr Forschung. Wie sich das gehört, die ganzen Krankheiten werden wir erforschen. Und dann müssen wir natürlich hier von Ari oder Ori, müsste das ja dann sein, dass die Mutter, der Mutter müssen wir was geben hier, dieses Verhütungsmittel heißt das. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Muss ich hier erstmal überlegen, wie das alles heißt. Das muss ich auch nochmal einbauen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es wieder regnet. Ich hatte eigentlich gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen und dann wieder angefangen. Aber es sieht danach aus, als könnte ich das nicht machen. Oh mein Gott. Das Gehege ist wirklich ziemlich cool, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Finde ich das Bärengehege hier ziemlich nice eigentlich. Das Schwarzbärengehege. Haben wir da noch Babys drin? Oh ja, wo bist du denn? War ich hier drin? Oh, guck doch mal. Hihi. Gestern keine Pläne zur Folge. Ich war sehr fertig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war ziemlich ein anstrengendes Wochenende. Aber so ist das ja. Und jetzt gibt es ja heute dann die Folge für euch. Das ist ja gar kein Thema. Guck mal, die sind alle drin. Wie sich das gehört, das sieht ein bisschen. Naja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, ist auch irgendwie süß. Die sind alle so süß, die Tiere. Warum sind die alle so süß? Ach ja, es ist auch komisch zu überlegen, dass es jetzt schon wieder, ist es schon fast einen Monat her oder so, dass das Australien-DLC rauskam? Das ist immer überraschend, wie schnell das geht. Forschung. Ach ja, wir haben ja auch noch die Okapis, die wir erforschen müssen, ne? Jetzt machen wir hier unser Maxi macht das hier jetzt. Der erforscht die Okabies. Weil die haben noch kein Futterspielzeug, deswegen sind die noch nicht 100% zufrieden. Aber es geht voran. Es geht voran. Ich habe auch leider nicht irgendwie die Namen noch geregelt. Und einige von euch hatten ja noch Kommentare geschrieben, dass die gerne hier mit denen zu wollten. Das habe ich nicht gemacht bis jetzt. Komm, wir nehmen den Springbock noch mit hier rein. Dann haben wir Jaguare auf jeden Fall noch. Wir haben Polarwölfe, die wir noch machen müssen. Hier nochmal zwei Mandrillweibchen. Die ist noch eine Thomson-Gazelle oder zwei. Sollen wir die nicht einfach mit reinmachen jetzt? Wenn wir eh schon dabei sind. Man kann ja nie genug Gazellen haben. Lamas haben wir auch noch. Und hier noch zwei Gabelböcke. Jo nice, ne? Jo nice. Und unsere Kasuare. Ja. Es gab auch noch den Vorschlag, dass ich Krokodile machen soll hier im Australiengebiet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Krokodile hier so Einzug anhalten. Dass wir hier irgendwie was bauen. Das
Seekrokodile hier sind. Wir müssen auch mal gucken, wo noch so ein richtig schönes Highlight hinkommt im Zoo. Also wir müssen den arktischen Ring natürlich noch weiterbauen. Das könnte ich heute natürlich noch machen. Und wir müssen gucken, wo noch mal ein richtiges Highlight hinkommt. Ich möchte noch irgendwie Gorillas oder Schimpansen oder sowas noch haben. Und Elefanten wären auch noch cool. Das wäre auf jeden Fall noch ziemlich cool. Aber ich finde, dass der Zoo sehr gut gewachsen ist tatsächlich, so wie er jetzt ist. Und da macht mir noch sehr viel Spaß tatsächlich. Ich hoffe, ihr habt auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Hier vorne ist es schon sehr crowdig mit den ganzen Besuchern. Die sind ja alle grau gewesen, die Wölfe, ne? 4 Babys haben die. Ja, schon ziemlich gut. Schon ziemlich gut. Dann haben wir hier unsere Kapuzineräffcheninsel. Bei den Tigern haben wir aktuell nur Mama und Kind. Und hier ist aktuell niemand drin, kein Tiger. Deswegen vielleicht wieder zurück zum arktischen Ring. Haben wir hier mittlerweile schon ein Baby? Welche Farbe hat die Barriere eigentlich? Ist die weiß? Ja, die ist tatsächlich weiß. Ich wollte gucken, ob die hier Eisbärenbabys haben, aber es sieht nicht danach aus, ne? Aber sie ist trächtig, dass da schon mal viel wird. Steht hier im Wasser. Man kann hier stehen, hier unten. Also wenn ich die Besucher wäre, ganz genau, würde ich hier unten stehen. Dann könnte man hier gucken, wie der Eisbär da läuft. Das ist auch ein gutes Gehege. Ah, da schwimmt er sogar. Die sind ja alle hier. Das ist ja krass. Und hier drin dann essen und trinken. Und dann kann man hier rausgucken. Ist auch cool. Das ist vielleicht alles ziemlich, ziemlich nice. Mit dem Eisbärengehege auch. Bildungselement. Ach so, ja. Ach ja. Ja. Vielleicht sollen wir das ja jetzt machen. Hier ist ja die alte Savanne. Mit den... von den alten Savannentieren hier. Das muss natürlich alles weg. Und dann müssen wir uns irgendwas ausdenken, was hier reinkommt. Am besten irgendwelche Tiere, die auch savannig sind. Und auch nicht gefährlich sind. Also man... gibt es da irgendwas? Gnus würden gehen. Gnus gehen auf jeden Fall. Rattenantilopen wären auch passend. Aber ist auch irgendwie komisch, wenn da die ihr eigenes Gehege haben, oder? Die Rattenantilopen. Oder man geht hier mal mit Kaffern büffeln. Das mache ich mal. Komm, wir gönnen den Kaffernbüffeln mal ihr eigenes Gehege. Bongos wären auch nicht schlecht gewesen. Aber wir gönnen den Kaffernbüffeln hier ein Gehege. Die hatte ich auch eher selten eigentlich, Kaffernbüffel. Sind die anderen Tiere weggetragen worden? Sehr gut. Sind die angekommen? Steht das hier? Ist erwachsen. Kannst du dich mit dem Männchen paaren? Nee, das ist schade. Vielleicht sollen wir das Männchen einfach mal wegnehmen, oder? Und dann macht das ja gar keinen Unterschied. Wo ist denn das Männchen? Du bist auch ein Weibchen. Hier unten ist er. Weil er ist ja eh schon ein bisschen älter. Warte mal. Er hat aber auch 5 Sterne, ne? Ist er hier geboren worden? Nee, das war ein Haustier vorher. Haben wir denn eine männliche Thomson-Gazelle? Im Angebot? Weil hier haben wir ja gerade keine. Aber im Angebot vielleicht. Den hier hätten wir. Nehmen wir mit. Liefern wir hier rein. Alles easy. Das ist halt auch so das schöne Savannengehege hier. Ah, leider kein Strom. Aber ich finde das toll, weil die Antilopen passen gut zusammen. Und dann die Giraffen und Zebras, das ist halt auch immer so ein Klassiker, dass die zusammen sind. Das sieht halt nice aus, ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Es sieht halt cool aus. So, ihr kriegt besseres Futter und dann bekommt ihr noch das Futterspielzeug. Lebensqualität durch Futter, weil... da ist das hier. Der Futterspender, die Giraffen. Der kommt hier oben noch mit hin. Oder den machen wir hier vorne ran. Dann könnt ihr hier vorne auch noch was essen. Sehr gut. Okay, dann lass mal zurückgehen zu den Kaffernbüffeln. Und hoffen, dass die hier nicht unzufrieden sind mit dem, was die haben. Ah,
Die sind sogar zufrieden. Ja, ein bisschen wenig Gras lang. Machen wir hier nochmal ein bisschen hin. Wenn da was geht, auf jeden Fall. Endlich Gras lang. Sehr gut. Und dann lass das mal hier einrichten für die. Für die Kaffernbüffel, wenn wir eh schon dabei sind. Vielleicht finden die Leute das ja cool. Haben wir hier nicht auch noch einen Lautsprecher irgendwo? Da ist einer. Dann kann man was hören über die Kaffernbüffel. Wir schicken auch gleich mal einen Tierarzt rein. So, aber Futter haben die. Die brauchen jetzt noch ein bisschen Spielzeug. Kaffernbüffel. Falsch. Stellen es mal hier hin. War das schon genug Spielzeugfutter? Noch nicht. Wie wäre es denn hier mit so einem Reibepad? Wäre das nicht cool? Also vielleicht sollen wir den nicht nehmen hier. Sondern nehmen wir mal einen anderen, der nicht krank ist. Braun und mal hier so ein Grau. Stellen wir das dahin. Wunderbar, das hat gereicht. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Futter. Futterspielzeug, kriegen die das Ding noch hier hin. Und das Ding hier oben. So, dann haben die auch 100%. Sehr gut. Das ist doch nice. Guck mal, dann haben wir hier die Kaffernbüffel, die freuen sich auch. Und die passen auch zu diesem Gehege. Da hat man ein bisschen was geupdatet. Dann sind wir hier von den Gazellen und von den Zebras zu den Kaffernbüffeln gegangen. Das ist doch super. Wir haben das Gehege nicht geändert, weil die mit den Pflanzen sehr zufrieden sind. Ich finde das cool. Sowas finde ich immer schön. Was passt dann im Gehege nicht? Gelände? Ach so, weil er da das Gras lang weg gemacht hat. Machen wir mal nicht 20%, sondern mal 60%. Dann können wir hier ein bisschen schneller langes Gras machen. Siehst du? Dann freuen die sich auch. Ich finde das toll, dass wir die haben hier, die Kaffernbüffel. Die habe ich so selten und die sind auch so hübsch eigentlich. Die haben genug Wasser hier. Da ist jetzt das kranke Kaffernbüffelweibchen. Wunderbar. 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 Thompson-Gazelle, die kämpfen natürlich. Das ist ja wohl klar. Du brauchst das ja nicht haben. Wenn du hier mit dem... Der kriegt das dann. Dann soll das eh gar kein Problem sein. Hier wird überall gefressen. Grad 1. Für welche Tiere haben wir denn nur Grad 1? Grad 3, 3, 3, 1. Jetzt auch 3. Ich dachte, wenn man ein Tier das gibt, dann passt das. Aber passt scheinbar nicht. Was kriegen die Giraffen hier, wenn die Grad 3 kriegen? Weil gerade 2 Blätter, Zweige und Früchte. Uff. Arme Giraffe, hat die gerade gefressen. Einrichtung ist ausgefallen, ja. Dieses Problem ist uns bekannt. Sehr gut, schöne Sachen erforscht für die ganzen Tiere. Wir brauchen, glaube ich, auch nochmal ein großes Forschungszentrum. Ich glaube, damit fährt man auch nicht falsch. Wie viele Leute sind mittlerweile hier hinten bei den Okapis? Null. Wieso kommt hier unten keiner hin? Weil es hier unten nichts Spannendes gibt, ne? Müssen wir irgendwas hier einrichten, irgendwie nochmal eine Fressbude oder so. Das ist schade, dass das so sein muss, aber gut. Ich verstehe es, dass das Spiel das so berechnet, dass wenn hier Essensläden und Getränkeläden sind, dann kommen die Leute hin. So, dann lass uns mal sehen. Hier passt auf jeden Fall ein Galpi hin. Dann können wir daneben noch eine Essensbude hinmachen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Excelente? Sehr nice. Holz. Und dann gehen wir hier mal. Keine Ahnung. Das passt halt auch nur, weil es halt immer passt, wenn man diese Dschungeltiere macht. Dann passen immer diese Holzdinger. Fühlt sich nämlich immer dschungelig an. Machen wir mal so. Wir haben das ja auch hier benutzt, ne? Genau, hier bei denen haben wir es auch benutzt. Und dann Schiefer oben drauf. Machen wir das auch mal. Machen wir einfach nur ein kleines Häuschen hier. Nichts Wildes. Bisschen Schiefer dran. Das passt alles. Ist das das? Dieser Ziegel hier. Der passt gar nicht. Machen wir das Dach mal kurz weg. Können die vielleicht auch nur halb groß machen. So vielleicht. Kopieren, sehr gut. Dann das Ding hier. Zack, zack. Dann brauchen wir doch nochmal das Holz. Holz. Das wird dementsprechend natürlich ein bisschen schwieriger. So vielleicht. Ist es nicht schön? Aber es ist selten. Das ist das, was zählt. So. Und dann nehmen wir einfach mal genau die hier. Die hier nochmal dran. Die das dann so ein bisschen stützen können, das Dach. Weil, so wie das jetzt da ist, könnte das ja auch ein bisschen umfallen, ganz schnell. Aber so passt das dann deutlich besser. Sehr gut. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Machen wir nochmal so. Weil dieser Überstand halt auch immer passt. Und schon sind deutlich mehr Leute hier drüben. Das Spiel ist so einfach. Also es ist nicht einfach, aber es ist einfach. Einfach, auszutricksen. Hallo. So. Sehr nice. Hier vielleicht noch ein paar Fenster ran. Gibt es da noch irgendwas im Angebot? Fenster, irgendwas Holziges hier, indisch, klassisch geht auch. Kannst halt auch machen, ne? Zwei klassische Fenster dran. Hier hinten noch irgendwas Pflanzentechnisches. Das sollte, glaube ich, passen. Das passt noch nicht ganz. So passt das. Was mit dir? Auch nur so ein bisschen. Und dann machen wir die, glaube ich, nochmal ganz weiß. Ah, ist die Lichtfarbe egal. Lichtfarbe auch ganz weiß. Und dann brauchen wir hier oben natürlich noch ein paar Schilder. Für einen Galpi Slush. Und für einen Excelente. Guck mal, dann passt das. Dann leuchtet das auch so ein bisschen. Sehr gut. Und dann brauchen wir hier hinten noch irgendwelche anderen Schilder, Requisiten. Da gibt es auch bestimmt irgendwas. Halt solche Sachen, warte mal. Gibt es denn hier diese Tattoo-Dinger? Ist das zu klein?
haben halt auch keine Flusspferde, ne? Da macht das nicht so mega viel Sinn, da Flusspferde dran zu machen. Die Rappenantilopen würden gehen. Giraffe geht auch immer. Lass mit einer Rappenantilope und mit einer Giraffe gehen. Dann machen wir so. Weiß ich nicht, finde ich das gut? Eher so mittelprächtig, aber es passt schon. Es passt schon. Machen wir hier natürlich noch ein paar Blümchen hin. Dann passt das noch besser. Machen wir natürlich das nochmal weg, sodass wir die hier auch richtig platzieren können. Und auch das hier so. Ja, ich würde sagen, das geht. Das geht. Das ist nicht fantastisch, aber es geht. Und das hier auch nochmal mit rein. So, dann ist sie auf jeden Fall ein bisschen schicker geworden. Nur so ein bisschen. Können wir das vielleicht nochmal dran bauen? Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen, ey. Was ist denn das für ein Spiel? Heute der Regensimulator. Sehr gut. Ich finde, das ist okay. Das ist jetzt nicht super mega Hammer. Krass. Ah, ist okay. Hier nochmal einen Mülleimer an die Seite. Machen wir auch nochmal hier an die Seite. Das nochmal ein bisschen wegziehen. Und dann möchte ich gerne hier 2, 3 Bänke hinstellen, wo die was essen können. Picknickbänke. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind hier mit den klassischen Planet Zoo Bänken gegangen. Den ganzen Weg immer. Genau, und dann gibt es hier Recycling-Mülleimer für jeden. Sehr gut. Und wir könnten eigentlich nochmal, warte mal, haben wir nicht hier irgendwo einen, da ist einer. Ich glaube, dass ein Bankautomat sich auch sehr gut hier machen würde. Es geht, es ist halt deutlich besser, wenn man solche hat. Dann können die Leute deutlich schneller Geld abheben, sollten die keins mehr haben. Denn das ist ja unser größter Feind hier in dem Spiel, ist, dass unsere Besucher kein Geld mehr haben. Das kostet nur Geld. Geht das? Oh, es geht. Das funktioniert. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann haben wir heute eigentlich viel geschafft, aber irgendwie auch nicht so mega viel. Wir haben viel Management betrieben. Hier nochmal ein bisschen erforscht. Jugendforscht ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Vivarientiere. Mal gucken, wie wir das anstellen. Hier würde ich ganz gerne ein Vivarium noch hinstellen, sodass die Leute auf jeden Fall hier rüberkommen müssen. Wo wir dann 2 Afrika-Tiere reinmachen. Das mit dem Müll hier finde ich blöd. Da sollen die lassen, die Leute. Und wir sehen uns dann gleich spätestens in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es heute viel geregnet hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Start in die Woche. Ciao.